offenbar meine Rezepte. Es geht weiter mit meiner Dönerwoche und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Dönerteller vorbereiten könnt. In der Türkei wird Döner eigentlich fast so gegessen. So, ich habe meinen Döner jetzt aus der Tiefkühltruhe rausgenommen. Ihr könnt das nach 2 Stunden rausnehmen, 3 Stunden oder aber auch einfach drin lassen und dann bei Bedarf rausnehmen. Und jetzt werde ich das in ganz, ganz dünne Scheiben schneiden und frittieren. So, das müssen dann so richtig ganz, ganz dünne Scheiben sein. Ich habe meinen Döner schon mal frittiert und zeige euch, wie ich das weiterverarbeiten werde. Dazu habe ich dann Peperoni und Tomaten in Scheiben frittiert und auf der anderen Seite kocht mein Reis. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das angerichtet wird. Ich habe jetzt Reis auf meinen Teller gegeben und werde darüber meinen selbstgemachten Döner verteilen. Und daneben wird dann einfach frittierte Peperoni und Tomaten serviert. Und dazu essen wir Joghurt noch. Und so sieht dann mein Döner-Teller aus. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Das Rezept für den türkischen Reis hatte ich euch ja gezeigt, aber habe es nochmal in die Infobox für euch hinzugefügt. Ich wünsche allen, die das ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt abonnieren und sage tschüss, bis zum nächsten Video.